Daniel Harold Rawling wurde am 26. Mai 1954 im US-Bundesstaat Louisiana geboren. Er wuchs mit einem jüngeren Bruder unter einem gewalttätigen und herrschsüchtigen Vater auf. Rawling, sein Bruder und seine Mutter wurden vom Vater regelmäßig misshandelt. Teilweise wurden sie festgebunden. Geburtstagsfeiern oder Ferien waren ihnen streng verboten. Mit 5 Jahren brachte Rawling einen Welpen mit nach Hause, den er aufziehen wollte, doch der Vater tötete das Tier. Mehrmals hatte die Mutter ihren Mann verlassen, war aber immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Als Rawling 11 Jahre alt war, musste er einen Selbstmordversuch seiner Mutter miterleben. Sie hatte sich im Badezimmer die Pulsadern aufgeschnitten. Rawling begann, Diebstähle zu begehen und wurde schnell alkoholabhängig. Wegen Trunkenheit wurde er erstmals mit erst 12 Jahren verhaftet. Im Juni 1971 wurde er von der US Navy abgelehnt. Dennoch nahm ihn schließlich die US Air Force auf. Bereits im Folgejahr wurde er wegen Befehlsverweigerung und Drogenvergehen entlassen. 1974 schloss er sich der christlichen Pfingstbewegung an, heiratete und bekam eine Tochter. Jedoch begann er wieder mit dem Konsum von Drogen und Alkohol, was seine Ehe 1977 zum Scheitern brachte. Er vergewaltigte seine Frau daraufhin. Auch wurde er in einem tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. In den Jahren darauf beging er in den Bundesstaaten Florida, Georgia, Mississippi und Alabama Diebstähle, Einbrüche und Raubüberfälle, was ihm eine 8-jährige Haftstrafe einbrachte. 1988 wurde er auf Bewährung entlassen und fand Arbeit. Anfang November 1989 wurde er entlassen, da er mehrere Tage unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen war. Im Mai 1990 kam es zu einem Streit mit seinem Vater. Rawling schoss ihn nieder und begann wieder Einbruchsdiebstähle und Raubüberfälle zu begehen. Er erbeutete unter anderem 2 Handfeuerwaffen und fremde Ausweispapiere. Er versuchte, die Identität des Bestohlenen anzunehmen. Am 24. August 1990 drang Rawling in ein Studentenapartment ein. Die 18-jährige Sonja Larsen und die 17-jährige Krista Powell wurden von ihm gefesselt, vergewaltigt und mit einem Messer ermordet. Anschließend verstümmelte Rawling die Leichen. Dabei entfernte er Powells Brustwarzen. Die beiden wurden 2 Tage später von einem Polizisten gefunden, der auf Bitten von Powells Eltern nach dem Rechten sehen sollte. Nur einen Tag später ging er ähnlich vor. Die 18-jährige Krista Hoyt wurde ebenfalls vergewaltigt, erstochen und anschließend verstümmelt. Ihr wurde der Unterleib aufgeschnitten, ihr Kopf wurde abgetrennt und auf einem Bücherregal platziert. Am 27. August 1990, 3 Tage nach den ersten Morden, drang Rawling wieder in ein Apartment ein und ermordete den schlafenden 31-jährigen Manuel Taboada mit 31 Messerstichen. Tracy Paulus, ebenfalls 31, wurde auf dieselbe Weise getötet. Die beiden wurden von einem Hausmeister schließlich gefunden. Die 5 Morde an Studenten innerhalb weniger Tage führten zu einer Panik. Hunderte Studenten verließen die Stadt. Am 8. September 1990 wurde Rawling nach einem Banküberfall verhaftet und zunächst für seine Überfälle angeklagt. Anhand von Werkzeug, welches sich in Rawlings Besitz befunden hatte, konnte eine Verbindung zu den Morden hergestellt werden. Die Spuren führten zu weiteren Untersuchungen. Man fand Haare und Blut der Opfer. Ein DNA-Abgleich brachte Bestätigung. Danny Rawling war der gesuchte Mörder. Er wurde am 20. April 1994 zum Tode verurteilt. Kurz vor seiner Hinrichtung legte Rawling noch ein weiteres Geständnis ab. Er hatte 1989, kurz nachdem er seinen Job verloren hatte, einen 55-Jährigen, dessen 22-jährige Tochter und deren 9-jährigen Neffen ermordet. Auch hier hatte er die Frau verstümmelt. Am 25. Oktober 2006 wurde Danny Rawling mit einer tödlichen Injektion hingerichtet.